Ja, hallo zusammen. Es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Ein kleines Update, ein Real Talk, ein, sagt man das heutzutage noch? Was auch immer. Wir müssen reden. Wie ihr seht, ich habe das letzte Mal vor einem Monat gestreamt und vor 2 Wochen kam das Dorfromantik-Video. Das war aber mehr so, weil es geplant war, weil ich da sozusagen einen Termin hatte, das zu machen. Aber generell wird es jetzt erstmal so weitergehen, dass von mir weniger kommt. Ich weiß, es kam sowieso schon sehr wenig und es wird jetzt erstmal nicht besser. Ich muss euch leider noch ein bisschen vertrösten. Ich hatte die letzte Zeit zunehmend gesundheitliche Probleme und ich musste einfach mal auf die Bremse treten und sagen, ich muss irgendwas ändern. Und immer ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich keine Videos gemacht habe oder keine Streams gemacht habe, hat mir da jetzt nicht unbedingt geholfen. Und ich will außerdem versuchen, mich jetzt erstmal ein bisschen auf andere Dinge zu konzentrieren, dass ich zum Beispiel jetzt einfach das geile Frühlingswetter genieße, weil Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit und ich möchte auch gerne raus und möchte mehr Zeit draußen verbringen. Ich möchte gerne andere Sachen machen. Ich möchte einfach ein bisschen malen, zeichnen, an meinem Buch vielleicht weiterschreiben. Gucken, dass ich halt einfach weniger am PC bin, mich ein bisschen mehr bewege, ein bisschen was anderes mache. Und in Kombination mit den gesundheitlichen Problemen, die ich habe, würde das natürlich dann meine Online-Zeit noch weiter reduzieren. Ich würde nichtsdestotrotz das gerne jetzt erstmal so weiterlaufen lassen, sozusagen jetzt YouTube und Twitch vor sich hin plätschern lassen. Das heißt nicht, dass gar nichts mehr kommt. Es ist einfach nur so, ich kann euch noch weniger vorhersagen, wann und ob was kommt. Ihr müsstet einfach halt auf YouTube abonniert haben, damit ihr die Nachricht bekommt, wenn ein Video online geht. Und halt auf Twitch folgen, damit ihr da die Benachrichtigung bekommt, wenn ich dann doch mal live gehe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich halt wirklich tatsächlich, wenn jetzt irgendein Spiel erscheint, wo ich wirklich sehr viel Bock drauf habe, dann mache ich bestimmt auch einen Stream dazu. Also ich kann nur halt nicht sagen, es kann sein, dass jetzt 3 Wochen lang immer noch nichts kommt. Es kann auch sein, dass ich übermorgen schon irgendwas mache. Also, oder vielleicht mache ich auch mal wieder irgendeinen Pixel-Stream oder irgendwie sowas. Also ich bin nicht ganz weg vom Fenster. Es ist halt nur noch mehr reduziert. Das kann natürlich jetzt voll der Todesstoß für meinen Kanal und für meinen Streams sein, aber ich dachte, ich bin euch wenigstens die Erklärung schuldig. Und es gibt ja noch Discord und Twitter, da bin ich eigentlich fast täglich. Also da schaue ich also mindestens einmal am Tag wenigstens rein. Da könnt ihr euch mit mir oder mit den anderen unterhalten. Und also gerade auf Discord. Wir sind eine kleine süße Community und nur Mut. Könnt ihr ruhig was schreiben dort, auch wenn ich nicht da bin. Und ansonsten könnt ihr halt darüber eben halt auch euch ja informieren lassen, informiert bleiben. Also weil auf Discord und auf Twitter haue ich ja als allererstes Informationen raus. Deswegen genau. Wenn euch das wichtig ist, könnt ihr das tun. Discord und Twitter, die ersten Anlaufstellen. Ja, mehr ist dazu eigentlich jetzt auch nicht zu sagen. Und ja, ich muss einfach mal sehen, wie es weitergeht. Ich möchte mich auch nicht festlegen. Deswegen, ich schaue einfach mal, ich lasse die nächsten Wochen so auf mich zukommen. Und das müsst ihr jetzt gezwungenermaßen auch tun. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling und ja, bleibt gesund, macht's gut und man hört sich irgendwann mal.